Jo, moin moin, hier ist Frank aus Berlin-Neukölln mit dem Selbstgespräch Nummer 26. Und ja, meine Freundin kam gestern Nacht nach Hause, die war mit zwei Mädels unterwegs, die haben schön, waren schön im Café, haben sich monatelang nicht gesehen, weil die beiden, ihre Freundin, die waren 5 Monate in Spanien und so, und haben die natürlich einen schönen Mädelsabend und sie haben dann so ein bisschen ihren Geburtstag nachgefeiert und so, ne? Ja, dann wurde das also auch schon mal so spät. Also, die kam dann so irgendwann gegen 12 nach Hause und ja, Leute, was kann ich dazu sagen? Pass mal auf, weißt du, was passiert? Sind 5 Kerle, die da am S-Bahnhof Neukölln rumstanden, haben sie angemacht, ne, haben sie blöd attackiert, weil sie natürlich immer schön hier so hier Hotpants an und schwarzes Shirt und so, ne? Und sieht also dann also auch ziemlich aufreißend auf. Und aber das verstehen ja einige Kulturen nicht. Ja, in Deutschland ist das normal. Und jetzt kann die also gar nicht mehr so auf die Straße gehen, weil ja hier also ja gerade hier in dieser Gegend Leute sich nachts am Bahnhof aufhalten, die sie dann da attackieren. Ey, und ein Hoch an die Polizei, Freunde. Ey, da kamen 3 Polizisten mit so einem Streifenwagen vorbei, haben das gesehen. Und haben sie dann gefragt, ne? Also sie spricht jetzt also so ein bisschen gebrochen Deutsch, sie lernt ja auch jetzt gerade Deutsch und hat auch gerade erst damit angefangen und so, ne? Und kriegt jetzt richtig so fetten Deutschkurs da, ne? Und ja, entschuldigen Sie bitte, ich spreche nicht gut Deutsch. Na ja, we speak English und so, ne? Ich habe auch eine Freundin zu Hause, ne? Können wir Ihnen behilflich sein, ne? Da haben die sie bis hier vor die Tür, mit dem Streifenwagen haben sie über die Straße laufen lassen und haben sie nach Hause gebracht. Ja, Leute, ey, ein Hoch an die Polizei, Leute, ey, hier, ja, ich, normalerweise, also, kann ich das gar nicht mehr. Also, ich muss sie dann abends, wenn sie hier an der S-Bahn, also die Mädels haben sie noch bis zur S-Bahn gebracht, ne? Und ich muss sie dann jetzt an der S-Bahn abholen oder was ist los, ne? Also, und ja, kam dann ganz aufgelöst nach Hause, hat mir die Story erzählt. Also es war, ehrlich gesagt, ey Freunde, es war nicht prickelnd, ja. Und dann stehst du da und denkst, ja, die kann ja gar nicht mehr bis 1 Uhr oder so nachts in Berlin alleine unterwegs sein. Ja, aber eigentlich ist heute mal nochmal das Thema, also viele haben das vielleicht noch nicht gesehen. Und ich muss das also auch immer checken. Oh, mein Brot ist fertig. Sorry. Ich muss das noch mal einmal zeigen hier, mein Wunderbrot. Leute, ey, das ist jetzt, ich hole das jetzt hier heiß aus dem Ofen. Also, guck dir das mal an, was das für ein schönes Brot ist. Muss ich einfach mal kurz einwerfen noch, weil das ist so geil. Pass auf, weißt du, was ich jetzt mache? Also das Wunderbrot. Das Wunderbrot besteht also aus Haferflocken, aus Sonnenblumenkern, Kürbiskerne, gehackte Haselnüsse, Flohsamenschalen und Chiasamen. Ja, und das mischt einfach zusammen mit Wasser. Und ja, ich habe jetzt hier neu mache ich da so 200 Gramm Kartoffeln rein. Ey. Noch geiler, noch geiler. Ich bringe das wieder weg, das muss jetzt abkühlen. Kommt jetzt gerade aus dem Ofen. Ja, und dann können wir nachher schön frühstücken. Ne? Also selbstgemachtes Brot. Ich habe das gestern Abend also quasi alles schön zusammengemischt. Rezept findest du hier, vielleicht auf YouTube, hier in der Videobeschreibung. Warte mal, auf welcher Seite ist das? Hier oder hier? Oh, hier die Kamera verdreht das alles. So, aber ey, mach dir so ein Brot und vor allem kein Mehl, kein Backpulver, keine Hefe, nichts drin. Ich bringe das mal wieder weg, damit das abkühlt. Ne? Obwohl, ich kann das also auch. So, jetzt, weil die gerade die Uhr ging. Ne? Also, ich mach das Brot so gut, ey, 1 bis 2 Mal die Woche. Ne? Und da kannst du eine ganze Woche von leben. Und wenn du die Körner mal so zusammenrechnest, kostet das ungefähr so um die 4,50 Euro. Und da isst du eine Scheibe von oder 2 Scheiben maximal, machst dir schön Spiegeleier drauf, Käse drauf oder so, ne, wie du gerade Bock hast. Ey, du isst quasi nur Körner, ja, und das hält durch diese Flohsamenschalen, die werden ja so, machst du auch 350 Milliliter Wasser rein, wenn die Flohsamenschalen auch so quellen, ne, die werden so richtig breiig und da kannst du einen richtig schönen
Teig draus machen, formst den, lässt den nochmal über Nacht quellen und dann wird das so ein richtiger Stein, das Brot. Ne? Das ist jetzt gut fast ein Kilo jetzt mit den Kartoffeln. Und also mein Rezept mit Kartoffeln, ne? Also ihr habt da noch Kartoffeln reingemacht, da hast natürlich jetzt wieder Kohlenhydrate so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das gut ist, aber schmeckt einfach nochmal eine Nummer besser. Ne? Hab das also auch schon mal mit gerösteten Zwiebeln versucht, das war nicht so lecker. Da muss man vielleicht dann so fertig geröstete Zwiebeln holen. Aber egal, pass auf. Telegram, ne? Ey Leute, ey, kommt auf Telegram. Ihr kriegt überhaupt nicht mehr die richtigen Informationen. Ich muss mal hier auch den Kamerabildschirm wegmachen, sonst gucke ich immer hier falsch auf dem Bildschirm. Kommt auf Telegram, weil du kriegst diese ganzen Informationen nicht mehr. Du kriegst sie einfach nicht mehr, weil die Mainstream-Media dir das alles nicht zeigt. Ich habe heute die 64. Folge vom Corona-Ausschuss angehört, im Podcast. Ey Leute, was du da erfährst, es ist unglaublich. So, und jetzt ist es also mittlerweile also auch so, dass wenn du die aus dem App Store holst, die ab, ne, oder aus dem Google Play Store holst, ja, das sind zwei verschiedene Apps. Da musst du aufpassen, da Google und Apple, die blockieren da einige Kanäle, die du dann da nicht finden kannst. Ja, zum Beispiel Falco. Falco ist dort nicht mehr zu sehen. Falco ist einer, der so die ganze deutsche Geschichte kennt und das alles mal so ein bisschen auseinander nimmt und so. Ne? Ich glaube, der macht auch Anti-Spiegel und so. Ne? Ey, solche Leute kannst du auf Telegram dann nicht mehr finden, wenn du die falsche App hast. App. Die Leute sagen immer App, aber es heißt App, Application. Ne? Weil das englische Ä, das englische A, ist irgendwas zwischen Ä und A. Also Application, App, ne? App. Das Thema hatte ich schon mal. Das heißt App. Ja, Frau Bundeskanzlerin, die sagt auch App. Ne? Alle sagen App. Das heißt aber nicht App, sondern es heißt App. Ja? Okay, ich habe ja mal Englisch richtig gelernt. Ne? Und das hast du wahrscheinlich in der Schule auch gehabt. Dieses zwischen A und E. Ne? Ist also das englische A. So. Wenn du wirklich allen Kanälen folgen willst, gibt es also zwei. Die eine hat einen weißen Rand. Wenn du, guck mal auf deinem Phone, wenn dein Telegram-App einen weißen Rand hast, hast du dir aus dem Play Store geholt oder aus dem App Store. Und dann geh zu Telegram, schmeiß die runter oder kannst du auch, also direkt von der Seite. Du musst die Application von der Telegram-Seite holen, denn da wird im Nichts gelöscht. Ja, und auch Telegram warnt natürlich auch so, sei vorsichtig mit VPN und. Ne, Augenblick mal eben. Frank Libois Hellwig aus Berlin-Neukölln hier. Schönen guten Tag, Herr Dr. Berni. Mein Reiki-Meister. Hast du dich verwählt? Das ist aber komisch, weil du rufst hier mit der Rufnummer von Berni an. Dann würde ich mal sagen, versuch's einfach nochmal. Aber ich bin Frank, ne? Bis dann. Ciao. Verwählt. Hä? Ey, hast du das auch schon? Hast du das? Warte mal auf. Jetzt ruft er mit der Rufnummer von Berni an. Vielleicht ist das irgendwie eine alte Rufnummer von Berni. Und ich sehe hier, ey, Berni ruft an. Und dann habe ich dem wohl falsche Message geschickt oder so. Keine Ahnung. Pass auf. Das habe ich auch noch nie erlebt. Ruft einer mit der Rufnummer von einem Freund von mir an. Ey. Gestern waren wir ja auch schön im Sunday Talk. War Berni, der ist Reiki-Meister mit seiner Schülerin. War ein geiler Talk. Link ist auch in der Videobeschreibung. Ey. Pass auf, aber ey, Telegram. Ja? Wenn die App bei dir auf dem Telefon einen weißen Rand hat, ist das die aus dem Play Store oder aus dem App Store. Ja? Und dann löscht die. Und lade dir dann die Telegram-App von der Telegram-Seite vor, weil du wirst nicht alle Inhalte filmen und sehen. Und wenn du überhaupt noch nicht bei Telegram bist, Leute, holt euch diese App immer nur von der Telegram-Seite, weil da bekommst du eben alle Inhalte auch angezeigt.
So, bestimmte Leute wie der Falco zum Beispiel oder andere werden dann gar nicht mehr gefunden. Ne? Das ist voll die Härte. Ne? Weil, kannst du, meine, spätestens da müssen dir doch also auch die Alarmglocken hochgehen, losgehen. Wenn du auf einmal siehst, dass Leute wie Gunnar Kaiser, wie Boris Reitschuster und, wenn, dass die also einfach mal von den Mainstream-Media weggelöscht werden. Menschen, die also hochgebildet sind, Journalisten sind, also auch hier KenFM und so. Guck dir den mal an, wie der dargestellt wird im Mainstream-Media. Dann nehmen sie immer Fotos, wo er gerade so ganz böse guckt. Aber ist das ein total lieber, netter Kerl, der einfach auch die Schnauze voll hat von dem, was die hier mit uns machen. Ne? Ey, Leute, ey, das ist der Hammer. So, und auch wenn du jetzt, sagen wir mal, an das alles glaubst, wenn du denkst, also ja, Masken tragen ist schützt uns, die Impfungen, gerade auch diese Impfung, ja, Kreuzimpfung, ne, also von verschiedenen Herstellern, wenn man sich das mal überlegt, wann kaufst du dir denn eine Canon-Kamera? Ein ganz leichtes Beispiel. Wann kaufst du dir eine Canon, ist das ja auch Canon, nicht Canon, ne? Wann kaufst du dir eine Canon-Kamera und machst da ein Nikon-Objektiv dran? Ja, das macht doch kein Mensch. Und genauso kreuzt man doch auch keine Impfung von verschiedenen Herstellern. Die müssen doch aufeinander abgestimmt sein. Also ein Canon-Objektiv passt überhaupt nicht an eine Nikon. So, und genauso sehe ich das also auch, wenn du dich impfen lässt, also mit den Impfungen, ja. Und ja, Frau Bundeskanzlerin hat sich erst mit AstraZeneca impfen lassen und jetzt mit Johnson & Johnson oder was auch immer. Hallo? Jetzt, hallo? So, und jetzt gehst du mal in diesen Corona-Ausschuss, wenn du auf Telegram bist, und hörst dir mal die, die Podcasts da an, ja, ich habe den also auch gerade gepostet, Folge also Liborio TV auf Odyssee, auf Telegram, ich heiße überall Liborio TV, der Name ist also komplett auf allen Plattformen geblockt von mir und weil der kommt ja von meinem Namen Frank Liborius Hellweg, Liborius ist mein zweiter Vorname von meinem Großvater und irgendwann habe ich da mal ein Liborio draus gemacht, ne? So, und Folge. Auch wenn du, weißt du, auch wenn du an das System glaubst, was wir hier haben, wenn du an die Politiker glaubst, ey, hol dir eine zweite Meinung. Jeder, der, jetzt sag mal, eine schlimme Krankheit diagnostiziert kriegt, geht also auch nochmal zu einem anderen Arzt, bevor er einem blind vertraut. Das ist doch vollkommen normal. Also hör dir diese Inhalte von den anderen einfach auch mal an. Ja, und ja, dann hatten wir gestern also auch noch dieses Rainbow-Thema, ne, riesige Demonstration hier in Berlin in der Stadt, ne, ey. Und ich sehe sie also auch alle, ich habe da auch ein paar Freunde, die, ja, mit denen man jetzt nicht mehr so viel zu tun hat, da die rennen dann da auf der Rainbow-Gender-Freiheits- Black Lives Matters-Organisation rum oder was auch immer. So spalten die jetzt unsere Gesellschaft. Zieh dir das mal rein. Wir werden von der Politik gespalten. Ja? Und der Staat hat dir natürlich alles gegeben. Der hat dich dann auch in Situationen mal, wo du mal keinen Job hattest, schön bezahlt und so. Alles wunderbar. Werde ich vielleicht auch irgendwann machen müssen, weil es einfach keine Jobs mehr gibt oder für Videografen hier. Ne? Aber vollkommen okay. Aber das heißt, du darfst an dieses System nicht glauben, ey, also zumindest holst du dir eine zweite Meinung und ziehst dir einfach mal, die Sachen rein, die, ja, von den Leuten gepostet werden, die nicht vom Staat blockiert werden können. Und das ist passiert eben auf Telegram, das passiert auf Odyssee, auf verschiedenen anderen Kanälen, wo eben die freie Meinungsäußerung noch groß geschrieben wird. Ja, so, das wollte ich eigentlich nur loswerden. In dem Sinne, Freunde, ey, alleine wenn ich sehe, dass es eine zweite Telegram abgibt, die eine aus dem Store und die andere von der Webseite, und da hat Telegram also auch extra einen riesen Bericht drüber geschrieben, hol dir die ab von der Webseite, ja, nicht aus dem Play Store oder aus dem App Store, okay? Und spätestens da müssen dir doch die Alarmglocken angehen,
dass ganz offensichtlich freie Meinungsäußerung hier nicht erwünscht ist. Zieh dir das mal rein. Und ich kann das also auch immer nur dieses Beispiel, weil ich bin wirklich, also auch, ich bin erst seit dem 1.8.2020 wache ich auf, als ich selber auf einer Demo war, wo wir wirklich Hunderttausende von Menschen waren. Die genaue Zahl kann ich dir ja nicht sagen. Aber wenn die Straße voll von vorne bis hinten ist, der 17. Juni 300.000 Quadratmeter hat, auf einer Demo rechnet man so immer mit ein, zwei Menschen pro Quadratmeter. Und die Straße war voll, das konnte ich mit eigenen Augen sehen, da habe ich meine Kamera hochgehalten an so einem Stick, ne? Und habe mal von vorne bis hinten alles voll. Und die sagen, ja, da waren 1.900 Leute. Das haben sie zuerst gesagt. Später waren es dann doch irgendwann 30.000 oder so. Aber ey Leute, ey, da waren Hunderttausende, die einfach mal nachdenken. Und da sind also auch Menschen, die zum Beispiel so sagen, ja, ich habe immer schön mein Häkchen gemacht, ne, und habe gedacht, die Politik, die regelt das schon. Aber das tut sie einfach mal nicht. Es kann doch nicht sein, dass da oben drei Leute sitzen und wir nicht mehr mitentscheiden können. Oder das eigentlich also auch noch nie konnten, sondern weil wir haben sie ja gewählt. Dieses Grundgesetz wurde jetzt erstmal so ja, auf Eis gelegt. Und das wird wahrscheinlich also auch noch ein Jahr dauern, bis das dann wieder frei ist oder wieder zieht oder gilt. Ja, ich bin total fassungslos. Ja, also selbst wenn du das alles glaubst, was dir im Fernsehen erzählt wird, was in, meine, du siehst ja auch schon, dass so zum Beispiel Spiegel oder Bild, dass die ja auch schon kritischer werden. Ja, und das ist natürlich auch schon ziemlich heftig, dass die auf einmal kritisch werden. Das musst du ja auch mal überlegen. Aber da erfährst du auch nur einen Teil von den Informationen, die du dir dort holst, ist nur ein Bruchteil von dem, was du auf Telegram erfährst. In dem Sinne, ich wünsche dir noch einen schönen guten Tag und mach keine Dummheiten und ja, hör einfach auch mal auf das, was andere sagen, auch wenn du es nicht glauben kannst oder glauben willst. Lass dich da einfach nicht, ja, sorry, aber ey, das ist total krank. In dem Sinne, ne? Bis dann. Ciao, ciao.